Hallo, mein Name ist Carsten Fischkall. Ich bin seit 12 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Adelsdorf. Bürgermeister, das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Seit 12 Jahren bin ich Mitglied des Kreistags. Vor meiner Tätigkeit als Bürgermeister war ich Geschäftsführer einer großen Hilfsorganisation. Bei mir steht der Mensch schon immer im Mittelpunkt. Unsere Familien, von den Senioren über die Jugendlichen bis hin zu den Kleinsten, sollen sich in Adelsdorf wohlfühlen. Für mich zählt nach wie vor der Grundsatz: Jedes Kind bekommt einen Kindergartenplatz in einer Kindertagesstätte. Und das wird auch in Zukunft so sein. Wir planen in Aisch gerade einen neuen Kneipp-Kindergarten und auch Neuhaus wird einen neuen Kindergarten bekommen. Dabei denken wir auch daran, wie wir die Räume nach dem Babyboom nutzen können. Durch die Modulbauweise haben wir hier viele Optionen offen. Schon in meiner ersten Amtszeit habe ich eine Kinderärztin für Adelsdorf gewinnen können. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Dafür hat die Gemeinde bereits auf meine Initiative hin Häuser am Rathausplatz erworben. Hier wird ein modernes Ärztehaus mit Apotheke entstehen. Damit sichern wir die ärztliche Versorgung und stärken unsere Ortsmitte. Wir haben tolle Unternehmen in Adelsdorf und es freut mich ganz besonders, dass alleine in meiner Amtszeit über 400 neue Arbeitsplätze entstanden sind. Wichtig ist mir auch der persönliche Austausch mit den Unternehmerinnen und Unternehmern vor Ort, beim Unternehmerforum oder dem Unternehmerstammtisch. Unser reges Vereinsleben und die vielen ehrenamtlich Tätigen zeigen, dass Adelsdorf eine lebendige Gemeinde mit viel Zusammenhalt ist. Dafür bin ich sehr dankbar. Daher fördern wir von den Freien Wählern das auch. Bei uns ist immer was los, vom Tag des offenen Gewerbegebietes über die Schlossweihnacht bis hin zur Bürgermeisterwette am Eisweiher. Mir war schon immer sehr wichtig, auf Menschen zuzugehen, zu erfahren, welche Sorgen und Nöte sie haben und gemeinsam Lösungen zu finden. Ideen und Anregungen der Bürger nehme ich tagtäglich mit ins Rathaus und jeder ist herzlich eingeladen, seine Stimme mit einzubringen, um gemeinsam unsere Gemeinde weiterzuentwickeln. Und ich habe eine Vision. Adelsdorf wird Bioenergiedorf. Gründen wir zusammen eine Bürgergenossenschaft und bauen ein Nahwärmenetz auf Basis von regenerativer Energiegewinnung auf. So sind wir auch in Zukunft unabhängig von den großen Energiekonzernen. Lassen Sie uns gemeinsam in die Zukunft investieren, unsere Umwelt schützen und Werte schaffen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Gerne übernehme ich für weitere 6 Jahre als Bürgermeister die Verantwortung für die Gemeinde Adelsdorf. Die Freien Wähler und ich bitten Sie daher am 15. März um Ihre Stimme.